Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Genau 10 Jahre ist es her, dass ein schweres Beben im Indischen Ozean einen Tsunami auslöste. Heute haben die Menschen in Südostasien an die etwa 230.000 Opfer der Katastrophe erinnert. In der besonders stark betroffenen Provinz Aceh in Indonesien versammelten sich Tausende zum Gebet in Moscheen und an Gräbern. Allein dort waren mehr als 160.000 Menschen durch die riesigen Flutwellen ums Leben gekommen. Ganze Landstriche wurden verwüstet. Sie beten für ihre Toten. Auch 10 Jahre nach der Tsunami-Katastrophe suchen die Menschen auf der indonesischen Halbinsel Sumatra Trost und Halt. Ich habe meine beiden Töchter verloren. Ich selbst war auf Pilgerreise. Ich fühle mich verloren, aber dank Gott bleiben wir stark und wir lernen uns wieder aufzurichten. Mindestens 46.000 Tote wurden allein hier auf Sumatra im Massengrab von Sirion beerdigt, die meisten ohne Namen. In der indonesischen Provinz Aceh traf die Welle zuerst auf Land. Das Epizentrum des Bebens war ganz in der Nähe. Indonesien wurde am schlimmsten getroffen. Hier starben etwa 165.000 Menschen. In Sri Lanka waren es 35.000, in Indien 16.000 und in Thailand etwa 8.000. In all diesen Ländern gedachten die Menschen heute der Opfer. In Indien trafen sich viele auf Friedhöfen, vereint in Schmerz und Verzweiflung. Immer wenn wir den Ozean sehen, erinnern wir uns daran, dass genau dieser Ozean uns all die Menschen genommen hat. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viel Angst wir jetzt vor dem Meer haben. In Sri Lanka eröffnete Präsident Rajapaksa ein Zentrum für Katastrophenschutz. Das Land will künftig besser gewappnet sein. Bilder wie die des Zuges, der damals mit fast 2000 Passagieren von einer Welle mitgerissen wurde, sind eingebrannt ins nationale Gedächtnis Sri Lankas. Heute fuhr der restaurierte Zug noch einmal, an Bord einige der wenigen Passagiere, die die Katastrophe überlebt haben. Eine Geste des Gedenkens und des Willens, weiterzuleben. Die Flutwellen erreichten die thailändische Küste etwa 2 Stunden, nachdem sie auf Indonesien getroffen waren. Im Südosten Thailands kamen besonders viele ausländische Touristen ums Leben, unter ihnen auch hunderte Deutsche. Am Strand von Khao Lak erinnerten Angehörige und Überlebende heute gemeinsam an die Toten. Touristen in Bikini und Badehosen und mittendrin im Urlaubsparadies brennen heute Morgen Kerzen. Am Strand von Khao Lak gedenken Angehörige und Überlebende aus Deutschland der vielen Opfer des Tsunami. Wir haben die Welle kommen sehen und unserem inneren Bauchgefühl sind wir gefolgt und sind nicht wie die anderen Leute runter zum Strand, sondern wir sind gerannt. Und das hat uns letztendlich das Überleben gerettet. Heute vor 10 Jahren, unter strahlend blauem Himmel, rollt die gewaltige Welle auf Thailands Küste zu, bis zu 10 Meter hoch. Mehrere tausend Menschen starben im Wasser, in Schlamm und Trümmern, unter ihnen etwa 500 deutsche Urlauber. Danach eine Welle der Hilfsbereitschaft aus der ganzen Welt. Auch die Deutschen spenden mehr als 1 Milliarde Euro. Zahlreiche gute Projekte, die bis heute nachhaltig sind, konnten damit gefördert werden. Schulen, Krankenhäuser, Kindergärten. Das war natürlich beeindruckend. Noch eine Gedenkfeier, die offizielle, heute Abend in Khao Lak. Das gestrandete Polizeiboot, ein Mahnmal. Anderswo sind die Ruinen längst abgerissen, die Hotels neu aufgebaut. Ich habe meine Schwester im Tsunami verloren, aber ich freue mich, dass die Menschen wieder zu uns kommen, dass sie uns nicht vergessen. Khao Lak atmet wieder. Heute am Jahrestag ein bisschen schwerer. Die Menschen in Südostasien gedenken der Toten des Tsunami. Viele aber feiern auch so etwas wie das zweite Leben. Sie sind dankbar, der tödlichen Welle entkommen zu sein. 10 Jahre nach der Katastrophe heilen die Wunden, aber sie heilen langsam. Zur Tsunami-Katastrophe finden Sie ein umfangreiches Multimedia-Dossier bei uns auf tagesschau.de. Viele Regionen Südasiens sind derzeit von ungewöhnlich starken Regenfällen betroffen. Zehntausende mussten wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. In Sri Lanka starben mindestens 9 Menschen bei Erdrutschen. In Thailand wurden einige Provinzen zu Katastrophengebieten erklärt. Dort kamen mehr als 10 Menschen ums Leben.
Für Malaysia ist es das schlimmste Hochwasser seit Jahrzehnten. Die Katastrophe löste heftige Kritik an der Regierung aus. Premierminister Rassak hatte seinen Urlaub auf Hawaii zunächst nicht abbrechen wollen. Sie warten, dass die Wassermassen sich zurückziehen, dass der heftige Monsunregen endlich nachlässt. Mehr als 100.000 Menschen im Osten Malaysias harren in Notunterkünften aus. Sie mussten ihre Häuser verlassen und sich vor den Fluten in Sicherheit bringen. Die Regenzeit plagt die Region jedes Jahr. In diesem Dezember aber hat es so viel geregnet wie schon seit Jahren nicht. In einigen Gebieten steht das Wasser bis zu 2 Meter hoch. Der malaysische Ministerpräsident Najib Razak wird morgen von seinem Urlaub auf Hawaii zurückkehren, wo er unter anderem mit US-Präsident Obama Golf gespielt hatte. Er war in seinem Heimatland in die Kritik geraten, weil er trotz der Überschwemmungen seine Reise nicht sofort abgebrochen hatte. Auch im benachbarten Südthailand wurde der Notstand ausgerufen. Dort sind in den Fluten bereits 13 Menschen ums Leben gekommen. In einigen Provinzen regnet es schon seit Mitte Dezember. Die SPD will mit neuen Verfahren die Wahlbeteiligung anregen. Unter anderem werde der Einsatz von mobilen Wahlkabinen an öffentlichen Plätzen geprüft, sagte Generalsekretärin Fahimi der Zeitung Die Welt. Außerdem bekräftigte sie ihren Vorschlag, bei der Bundestagswahl statt eines einzigen Tages ganze Wahlwochen einzuführen. Anfang des Jahres will sich die SPD-Politikerin mit den Generalsekretären der anderen Parteien treffen, um erste Ideen zu diskutieren. Über Weihnachten ruht die große Politik. Und wenn sich dann doch jemand zu Wort meldet, hat er die Bühne fast für sich alleine. Diesmal ist es die SPD. Sie will das Wählen wieder attraktiver und vor allem bequemer machen. Wir können was lernen vom europäischen Ausland, zum Beispiel von den Schweden. Die haben eine hohe Wahlbeteiligung, die haben mobile Wahllokale, machen es also den Wählerinnen und Wählern einfacher, zu wählen zu gehen. Und wir haben teilweise ja doch obrigkeitsstaatliche Verfahren, die wir teilweise schon seit dem Kaiserreich haben. Und da kann man das eine oder andere sicher modernisieren. Aus dem Wahlsonntag sollen Wahlwochen und auch die Briefwahl vereinfacht werden. Denn die Zahlen sind alarmierend. Bei sämtlichen Wahlen bilden die Nichtwähler inzwischen die größte Gruppe. Bei der Europawahl lag die Wahlbeteiligung nur noch bei 48%. Auch bei 2 von 3 Landtagswahlen ging nicht einmal mehr jeder Zweite zur Urne. Trotzdem hält die Union herzlich wenig vom Vorstoß der SPD. Wählen über Wochen oder zwischen Aldi-Regalen oder am Bahnhofskiosk ist der falsche Weg. Dabei sind es auch die islamfeindlichen Pegida-Proteste, die parteiübergreifend für Nervosität sorgen. Denn viele dieser Demonstranten sehen sich selbst als außerparlamentarische Stimme der Nichtwähler. Die Grünen setzen deshalb darauf, die politischen Debatten innerhalb und außerhalb der Parlamente wieder glaubwürdiger zu gestalten. Demokratie lebt auch vom Ringen um die besten Konzepte, um die besten politischen Ideen. Und das findet mir im Moment auch ein bisschen zu wenig statt. Die SPD-Vorschläge für ein vereinfachtes Wahlrecht erscheinen selbst manchen Sozialdemokraten als noch allzu oberflächlich. Denn wer sich von der Politik enttäuscht abgewandt hat, werde sich mit solchen Äußerlichkeiten allein wohl kaum zurückgewinnen lassen, heißt es. Doch der Wahlkampf um die Nichtwähler ist eröffnet. In Syrien sollen bei Luftangriffen der Regierungstruppen in den vergangenen 3 Tagen mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen sein. Die oppositionelle syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte sprach landesweit von mindestens 115 Toten. Die Luftwaffe habe unter anderem das Umland von Damaskus und Aleppo bombardiert. In Syrien herrscht seit mehr als 3 Jahren Bürgerkrieg. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Russland hat angesichts der Spannungen mit dem Westen seine Militärdoktrin überarbeitet. Aktuelle Konflikte und die NATO-Osterweiterung stuft Russland jetzt als größere Gefahr für die eigene Sicherheit ein. Am grundlegenden Verteidigungscharakter der Doktrin ändert sich nach den Worten von Kreml-Chef Putin nichts. Bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates bestätigte Russlands Präsident Wladimir Putin heute die überarbeitete Militärdoktrin. Darin wird die NATO weiterhin als Hauptbedrohung für Russlands Sicherheit gesehen. Neu ist die schärfere Wortwahl. Die NATO habe ihre Angriffskapazitäten erhöht. Sie expandiere bis hin zu Russlands Grenzen. Bei einem Besuch im neu geschaffenen Nationalen Verteidigungszentrum hatte Putin vor Militärkommandeuren über diese Gefahren gesprochen. Kritisch sei nach wie vor das US-Raketenabwehrsystem und die erhöhte NATO-Aktivität. Die Doktrin behalte aber ihren defensiven Charakter. Neue Gefahren gingen aus von Nordafrika, Syrien, Irak, Afghanistan und der Ukraine.
nicht namentlich genannte führende Staaten, destabilisierten unabhängige Staaten, indem sie zum Beispiel private Militärdienste einsetzten oder das Protestpotenzial der Bevölkerung anheizten und radikale Organisationen förderten. Die größte innere Bedrohung sei ein Informationskrieg, der die patriotischen Traditionen Russlands untergrabe. Die NATO entgegnete heute, dass sie weder Russland noch irgendein anderes Land bedrohe. Ihre Aktivitäten seien klar defensiv und entsprechen dem internationalen Recht. Dagegen würden Russlands Aktionen in der Ukraine internationales Recht brechen. Die Friedensgespräche für die Ostukraine sind wieder ins Stocken geraten. Während sich die Ukraine und die prorussischen Separatisten vor 2 Tagen noch auf einen Gefangenenaustausch verständigen konnten, wurde eine weitere für heute angesetzte Gesprächsrunde im weißrussischen Minsk abgesagt. Die Verhandlungen gelten als schwierig. Beide Seiten werfen sich mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Die Regierung in Kiew kündigte heute zudem weitere Maßnahmen gegen die inzwischen zu Russland gehörende Krim an. Aus Sicherheitsgründen werde der Zugverkehr zur Schwarzmeerhalbinsel eingestellt. Nach dem Hackerangriff auf das Hollywood-Studio von Sony sind offenbar erneut Fremde in ein Sony-Netzwerk eingedrungen. Eine Hackergruppe erklärte, für Probleme auf der Internetplattform der Spielekonsole verantwortlich zu sein. Auch die Spieleplattform von Microsoft wurde demnach attackiert. Über beide war die Nordkorea-Satire The Interview verfügbar, die Sony nach Hackerangriff und Terrordrohung zunächst zurückgehalten hatte. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar. Die Premiere von Das Interview, ein Medienspektakel. Rund 300 unabhängige US-Kinos hatten sich entschlossen, die umstrittene Nordkorea-Satire zu zeigen, trotz massiver Terrordrohung einer unbekannten Hackergruppe. Für viele war der weihnachtliche Kinobesuch patriotische Pflicht und ein Signal für künstlerische Freiheit. Ich bin hier, um Filmemacher zu unterstützen, gegen jegliche Zensur von außen. Niemand hat das Recht, einen Film zu zensieren, ob Satire oder nicht. Die Handlung ist so schlicht wie schräg. 2 US-Journalisten bekommen ein Exklusivinterview mit Kim Jong-un. Doch die CIA bittet sie, Nordkoreas Diktator bei der Gelegenheit zu töten. Ein Mordkomplott mit Kamera. Pyongyang fand dies gar nicht witzig. Der Film verletze die Ehre der nordkoreanischen Führung, hieß es. Ein Hackerangriff auf die Produktionsfirma Sony hatte das Werk publik gemacht. Obama hat die Nordkorea-Satire noch nicht gesehen, aber er begrüße, dass der Film nun doch gezeigt werde, sagte der Präsident im Hawaii-Urlaub. Zuvor hatte er Sony heftig dafür kritisiert, den offiziellen Kinostart des Streifens zunächst wegen der Terrordrohung abgesagt zu haben. Man konnte sich das Interview auch im Internet anschauen, etwa bei YouTube und zeitweise auch über Microsofts Xbox und Sonys PlayStation. Doch die klagen heute über große Serverprobleme bei ihren Spielekonsolen. Eine Hackergruppe namens Lizard Squad behauptet, dafür verantwortlich zu sein. Das FBI hatte schon im Dezember 2013 vor solchen Cyberattacken auf US-Firmen gewarnt. Fast waren die Feiertage vorbei, da gab es in einigen Teilen Deutschlands doch noch weiße Weihnachten. Eine schöne Winterlandschaft ist jetzt unter anderem im Allgäu, aber auch im Erzgebirge zu sehen. Autofahrer freut die weiße Pracht meist nicht so sehr. Wer dagegen Ferien in deutschen Wintersportgebieten macht, kann aufatmen. Fast überall heißt es Schnee und Rodel gut. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Dezember. Ein kräftiges Tief beschert vor allem der Südwesthälfte Deutschlands bei auffrischendem Wind teilweise unwetterartige Schneefälle. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Die Nacht bleibt noch überwiegend ruhig, gebietsweise funkeln auch die Sterne, aber von Westen ziehen in den Frühstunden kräftige Schneefälle heran, die sich am Tag weiter ausbreiten. Im Norden und Osten bleibt es aber trocken und zum Teil kann dort sogar die Sonne längere Zeit scheinen. Der Wind bläst mäßig bis frisch und stark böig, im Südwesten stürmische Böen, im Bergland Schneeverwehungen. Heute Nacht am Rhein noch 1 bis 2 Plusgrade, sonst frostig bis -10 Grad am Alpenrand. Morgen verbreitet leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt, im Südwesten 3 bis 5 Grad plus. Am Sonntag fällt im Süden gebietsweise Schnee, sonst weitgehend trocken, zum Teil freundlich. Am Abend im Norden neuer Schnee und Regen. In der neuen Woche teils freundlich, teils wolkig und gebietsweise fällt Regen oder Schnee.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 23:25 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.